Kriminalgericht Moabit in Berlin. Hier wurden schon der Hauptmann von Köpenick, Honecker und Mielke verurteilt. Jetzt findet eine Lesung statt und es sind mindestens ebenso viele Zuschauer anwesend wie bei den großen Prozessen. Denn Anwalt Ferdinand von Schirach trägt aus seinem Buch Verbrechen vor. Bereits der erste Schlag, der ihre Schädeldecke spaltete, war tödlich. Die Axt drang mit abgesplitterten Knochenstücken weiter bis in das Gehirn. Die Schneide teilte ihr Gesicht. Noch bevor sie zu Boden fiel, war sie tot. Fähner hatte Mühe, die Axt aus ihrem Schädel zu hebeln. Er stellte den Fuß auf ihren Hals. Mit zwei wuchtigen Hieben trennte er den Kopf vom Rumpf. Ferdinand von Schirach ist Strafverteidiger. Er war in aufsehenerregenden Verfahren dabei. Er hat zum Beispiel Günter Schabowski verteidigt. In seinem literarischen Debüt hat von Schirach 11 Fälle verarbeitet. Lauter unglaubliche Geschichten, die allesamt wahr sein sollen. Er hat sie aber verfremdet. Alle Täter waren seine Mandanten. Es ist eigentlich so, dass immer, wenn man eingeladen ist auf irgendein Abendessen, nach 10 Minuten zwei Fragen kommen. Nämlich erstens, wie kannst du nur einen Mörder verteidigen? Frage 2, etwas neugierig oder etwas zu neugierig, was ist der perfekte Mord? Und weil ich keine Lust hatte, mir die erste Frage zu beantworten oder beziehungsweise weil ich da immer die gleichen Geschichten erzählt habe, habe ich das Buch geschrieben und wenn ich jetzt irgendwo hingehe, übergebe ich einfach das Buch und damit ist gut. Die Geschichten zeigen, dass jeder zum Schwerverbrecher werden kann, wenn die Umstände entsprechend sind. Das Buch landete sofort in den Bestsellerlisten. Für von Schirach ist die Schriftstellerei in Spannung. Also das ist sehr viel einfacher, offen gesagt, weil ich nur Leser überzeugen muss und kein Gericht. Und das ist natürlich, das ist auch schwer. Auch Leser haben bestimmte Bedürfnisse, wollen bestimmte Geschichten hören. Aber es ist einfacher, als Anwalt hier zu sein. Als Kinder hatten sie oft so zusammen in der Badewanne gesessen, weil Etta kein Wasser verschwenden wollte. Theresa hielt ihn fest umschlungen. Sie legte ihren Kopf auf seine Schulter. Als er eingeschlafen war, küsste sie seinen Nacken und ließ ihn unter Wasser gleiten. Leonard atmete tief ein. Es gab keinen Todeskampf. Das Luminal hatte seine Steuerungsfähigkeit ausgeschaltet. Seine Lungen füllten sich mit Wasser. Er ertrank.